Herzlich willkommen zu Blockhold. Mein Name ist Jan Grund und wir werden heute zusammen die erste Folge, oder besser gesagt die erste Kampagne von Blockhold zusammen spielen. Kapitel 1 Schildhold. Kindheit bedeutet Einfachheit. Sie ist die Welt mit den Augen eines Kindes. Es ist wunderschön. Dann starten wir das Spiel jetzt. Blockhold oder Blockhold selber, das ist ein Spiel, soweit ich es verstanden habe. Wie man sieht, haben wir eine bestimmte Größe einer Karte oder eines Feldes, wo wir Sachen drauf bauen können, gestalten können, ebenso wie wir Lust und Laune dazu haben. Hey! Oh, hallo, willkommen in der Hope. Ich baue hier meine eigene kleinen Unterschlupf. Möchtest du mithelfen? Es wird sicher Spaß machen. Wir können einige neue Rampen anbringen. Füge eine Erweiterung an das Baumhaus hinzu und schnauben. Das Geräusch höre ich hier draußen zum ersten Mal. Komm, mal sehen, was das ist. Mist, ich habe vergessen, diesen Gehweg fertigzustellen. Blocks können in den Blockholen mit dem Blaumodus erstellt werden. Öffne den Baumodus, indem du auf den unteren markierten Button klickst. Gang müssen wir hinkriegen, sodass er auf der Höhe des Gehweges ist, und was Baum müssen wir in die Mitte rausnehmen. Danke für die Hilfe. Das Geräusch wird immer lauter. Wir müssen ganz in der Nähe sein. Ich kann mich gar nicht mehr an den ganzen Bambus hier erinnern. Sieht so aus, als passe ich hier hindurch. Abzureißen muss man auf den Abriss-Button klicken, der ist hier unten, oder löschen heißt er auch, und dann mit der linken Maustaste. Wow, danke. Das ist eine große Hilfe. Jetzt muss ich nur noch hier über diese Grube kommen. Da müssen wir auch wiederum ein bisschen Rasen und ein bisschen Pflanzen machen. Um einen Block genauer zu betrachten, kannst du den Überprüfungsmodus wählen. Öffne den Überprüfungsmodus durch den Anklicken des unten markierten Buttons. Da läuft es. Ich glaube, das ist es jetzt irgendwo in diesem Feld ist. Jetzt erzählen wir nochmal mit dem Überprüfungsbutton und da ist es wieder. Na, du kleines pelziger Freund, wie geht's dir? Oh, hey, keine Zeit für Streicheinheiten. Ich bin beschäftigt. Du kannst sprechen? Klar, wenn du hören kannst. Oh, wow, ich habe noch nie ein sprechendes Schwein getroffen. Gar. Wo ist es? Wo ist es? Hast du einen Namen? Wonach suchst du? Ich suche nach mehr von diesem leckeren, knusprigen Zeug, das ich gestern fand. Leckeres, knuspriges Zeug? So wie Parkers Brezeln? Wachsen sie diese auf Bäumen und fallen herunter, wenn sie reif sind? Naja, nein. Aber sie sind immer noch ziemlich lecker, Parker. Nicht das, wonach ich also suche.
Warte, wie hast du mich gerade genannt? Außer Gras sehe ich hier nicht viel. Hey Kumpel, was siehst du? Du hast vermutlich eine gute Sicht dort oben. Überprüfe auf die Fläche, auf dem das Schweinchen steht. Wieder das Überprüfungsmodus. Überprüfe eines Blockes öffnen könnten rechts ein Bildschirm des Informations mit seinen Inputs und Outputs befinden. Hey, für mich sieht das alles nach Rasenfaden aus. Ich rieche jetzt ganz deutlich das knusprige, leckere Ding und es ist nicht Gras. Wir wüssten, was das leckere Ding ist, was wüssten wir vielleicht, wo wir es finden. Aber was für ein Zeug wäre lecker und knusprig in dieser Haut? Jeder Haut hat Ressourcen, welche Inputs und Outputs der Blocks sind. Ressourcen kannst du alle Ressourcen in deiner Haut anzeigen. Öffne das Ressourcenfenster durch einen Klick auf den unten markierten Button. Das ist hier links unten. Hier kann man alles sehen, was auf dieser Fläche zu finden ist. Zwischen vom Wasser, Weizen, Bienen bis hin zu Kultur, Freizeiträume und eben Eicheln. Wasser, frische Luft, Freizeit. Eicheln. Sind es vielleicht Eicheln, die du riechst? Die sind rund, mit knuspriger Hülle und leckerer, cremiger Füllung. Ich bin über diesen letzten Teil nicht sicher, aber sicher. Hey! Komm, lass uns Parker bei der Suche nach diesen Eicheln helfen. Da kann man dann hier auf Eiche klicken und muss man dann die Felder abholen. Warte, das ist dieser Baum richtig voll nach Eicheln. Scheint nicht mehr so gut zu gehen. Er ist gestorben. Seine süßen und reichhaltigen Eicheln werden jetzt nicht mehr produziert. Er hat anscheinend nicht genügend Wasser bekommen. Wenn Blocks ihre Inputs nicht erhalten, werden sie langsam verfallen, bis sie auseinanderfallen. Wie kommst du nur der Eiche nicht genügend Wasser geben? Keine Sorge, wir können dieses Problem beheben. Wir bauen eine Sprinkler um den Baum herum. Jede Fläche hier produziert unterschiedliche Waren. Wie zum Beispiel die verrottete Eiche, die produziert wiederum Nüsse und auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Dünger oder Salzwasser, was wiederum für andere Sachen benötigt wird. Sprinkleranlage dort hinsetzen und alle blauen Pfeile, die angezeigt werden, werden dann von zum Beispiel der Sprinkleranlage mit Wasser versorgt und alles Rote wird nicht versorgt. Der Baum sieht immer noch tot aus und es fallen keine Eichen von ihm herunter. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir die Eiche durch eine neue ersetzen müssen. Also die Eiche, abreißen. Schnauf, Schnulz. So schade, du hast etwas Besseres verdient, Eiche. Schau, Pagger, wir wählen bereits eine neue aus. Eiche, Esche, Ulm, Baum, Buchwalde, Eiche. Da ist sie. Komm schon, Eicheln. Warte, Kumpel, du musst der Eiche ein Teil zum Produzieren geben. Jeder Block verfügt über Produktion, überprüfen sie und wirst du sehen, wie lange der Block für die Output benötigt, also wie lange er braucht, um die Ware fertig zu stellen. Hier sieht man, das ist der Balken, bis die Ware produziert worden ist, also bis die fertig ist. Knunz, Schnauf, lecker. Wow, dieses Schwein liebt wirklich Eicheln. Lass uns noch mehrere Eicheln pflanzen, nur um sicher zu gehen, dass Parker genügend hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt, insgesamt 7 Eicheln zu pflanzen.
von denen wir momentan eine haben. Deswegen kommt hier, eine hin, da. Man kann teilweise auch Sachen übereinander bauen, so wie ich das jetzt hier mache. So viele Eicheln, so viele Eicheln. Ich lebe einen knusprigen, lustigen Paradies. Hey! Schön, dass es dir zusagt, Parker. Und dir danke fürs Beischauen deiner Hilfe. Das war ein großer Spaß, herumlaufen, in den Holz bauen und Eicheln suchen. Oh. Wir sehen diesen Ort zu einem Paradies machen, Parker. Du und ich gemeinsam einen Ort zum Wohlfühlen für Kinder und Wildschweine. Das hört sich gut an. So, und das ist jetzt das Ende der ersten Mission. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei, wenn wir wieder zusammen Blockhold zusammen spielen werden. Tschüss. Oder warte, noch nicht tschüss, sondern noch was danach passiert. Also das ist jetzt das Ende, ne? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.